Willkommen zur 9. Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe am Ende der letzten Folge hier gerade die erste Stadt von Elisabeth eingenommen. Das war Hastings. Ich habe die inzwischen auch schon abgefackelt. Ja, war vielleicht mit dem Abfackeln ein kleines bisschen zu schnell. Da ist dann ja die staatliche Hochschule kurz rausgerutscht in Kili, aber jetzt ist sie gleich in einer Runde fertig. Und dann wird das vielleicht mit der Forschung auch noch ein bisschen besser werden. Nächstes Ziel ist natürlich York. Tja, da muss ich ein bisschen gucken. Also zum einen sollte ich denn erstmal meine Einheiten ein bisschen hochheilen. Ja, viel haben sie ja nicht abgekriegt, aber ein bisschen schon. Ist jetzt hier ein bisschen Problem, weil ich ja doch hier auf der freien Wildbahn herumlaufe. Aber ich denke, wenn ich hier so außerhalb des Stadtradius hier so auf der Linie bleibe, dann sollte das eigentlich schon klar gehen. Das Pferd steht ja hier ganz gut. Das ist mein Heilerpferd. Da werde ich denn die anderen Einheiten drumherum gruppieren und dann sollte das doch recht fix gehen. Die Stadt ist natürlich ein kleines bisschen unglücklich gelegen, all dieweil hier sind lauter Hügel davor, hier ist Dschungel, also von den Dschungelfeldern kann ich mit Reichweite, also Fernkampfeinheiten hier nicht rüberschießen. Aber mal gucken. So ein Hügel und Dschungel halten natürlich immer auf, gerade wenn man Fernkampfeinheiten hat, die dann noch nicht über irgendwelche Hindernisse schießen können und das ist am Anfang ja eigentlich immer so. Aber auf der anderen Seite bieten sie natürlich auch einen gewissen Schutz und die Hügel selber sind für meine Kilimandscharo Höhentraining ausgebildete Einheit natürlich schon recht gut. Na gut, schauen wir mal, wie das da noch weitergeht. Wenn ich da gerade noch mal auf meine Städte ein bisschen gucke, Hills, ja Gott, da habe ich ja hier noch den Hügel belegt mit der Produktion, leider unverbessert, aber gut, so ist es dann halt. Ich werde das auch noch so lassen. Für 3 Runden, bis der Schrein fertig ist. In 3 Runden habe ich denn ohnehin hier ein goldenes Zeitalter und da werde ich dann aber auf jeden Fall hier die Felder im Süden belegen. Da habe ich dann natürlich keine Produktion mehr, also von diesem Feld hier. Aber ich denke, das lohnt dann schon, weil da kommt ja dann doch mehr Gold und ja, auch mit der Nahrung, das passt dann alles schon viel besser. Bautechnisch denke ich, ja, sollte irgendwann natürlich dann hier der Markt kommen. Gerade wenn ich denn die Felder belege, macht das schon Sinn. Vermutlich werde ich aber doch denn erstmal noch nach dem Schrein den Tempel bauen. Naja, mal sehen, wie das an der Stelle denn läuft. In Kili wird die staatliche Hochschule klar denn gleich abgeschlossen. Nach der Wassermühle ist dann, glaube ich, auch erstmal der Schrein dran. Ja, dann mal gucken, Markt ist jetzt hier nicht so wichtig. Das Gold fließt ja hier doch nicht so sehr. Da muss ich dann mal schauen, wie das an der Stelle denn dort weitergehen wird. Vielleicht Zirkus doch Amphitheater. Naja, wird man sehen. Wie sieht's in der Hauptstadt aus? Da ist ein Cutter geplant, in 2 Runden. Dann habe ich noch einen Speri. Und dann kommen hier Zeus-Statue. Ich glaube, da kommt dann nach der Zeus-Statue auch der Tempel. Dann könnte ich fast den Tempel noch vorher machen. Tja, naja, weiß ich auch nicht. Na gut, es läuft natürlich nicht weg. Für York wird mir die Zeus-Statue eh nichts mehr nutzen, denke ich mal. Wenn ich die Rundenzeit sehe, das reicht definitiv nicht. Und inwieweit ich sie bei London brauche, Naja, ich werde das erstmal so lassen hier. Das sollte schon klar gehen. Und dann mal gucken, wie das hier angriffstechnisch laufen wird. Was hast du jetzt hier? Kasi, ach so, freundlich, der ist Polen denunziert. Oh, die haben sich gegenseitig denunziert. Naja, da wird's vielleicht dann auch bald krachen. Wenn die sich denn fetzen, soll mir das nur recht sein. Aber da wäre ich ja durchaus gern dabei, aber natürlich dann auf Seiten von Kasimir, weil Augustus ist einfach doch zu stark. Oder naja, auch forschungstechnisch, wenn man hier mal auf die Demo schaut. Der Rückstand, den ich da schon habe, der ist schon erheblich. Gut, ich bin jetzt nicht mehr Letzter, wie ich gerade sehe, aber ja, doch, ich bin geteilter Letzter mit Askia und irgendeine arme Suppe ist da noch genauso schlecht wie Askia und ich. Also Augustus braucht da schon wirklich mal eine kleine Bremse. Aber das wird sich dann schon noch finden. Im Moment werde ich mich erstmal noch weiter natürlich mit Elisabeth beschäftigen.
Der General geht weiter zur Front. Hier ist noch ein Speri. Hier geht's weiter vor. Ja, du kannst auch erstmal noch heilen. Der bleibt da stehen. Du kannst hier ran und dann auch heilen ans Pferdchen und du gehst auch zum Pferdchen. Naja, sieht ganz gut aus. Ich meine, der hat das meiste abgekriegt und der zu er auch, aber die werden durch das Pferd, dann wird schon einigermaßen gehen. Da ist das Eisenfeld angeschlossen. Okay. Handelsweg mit Küssel. Da war ja ein Quest offen. Kriege ich jetzt noch ein bisschen Kultur. Auch gut. Naja. So, hier ist mein erstes Katapult. Fertig. Genauigkeit, naja. Könnte ich durchaus auch noch ein paar mehr brauchen, aber so wie sieht's denn hier aus? Ach, da ist mein Faustkeil, der mich vorhin verfolgt hat. Da wird er denn jetzt wohl mit Harald einen ausfechten hier. Aber ja, dooferweise hat Harald jetzt hier eine Stadt reingeknallt. Ja, da komme ich nicht durch ohne offene Grenzen. Lass hören. Ich fürchte, ich sehe keine Möglichkeiten. Na, das Demo ja auch wiese. ist er, da ist er. Naja, okay. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Demo ja auch wiese. Na, dann pass mal auf, Harald. Auf gar keinen Fall. Naja. Also irgendwie auch eine seltsame Geschichte, warum er da denn nicht die 2 anbietet von sich aus, aber nun gut. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Irgendwo standen hier doch einige Einheiten. Cutter habe ich da auch gesehen. Ein Pike, glaube ich, oder? Oder war das hier der Krieger? Naja, gut, wenn man mir den da so schön hinstellt. Da gibt es einmal Weide. Das ist der General Sargon, der eilt an die Front. Und da ist ein Speri, der eilt an die Front. Und den werde ich mal hier auf den Hügel stellen. Du musst heilen. Ja, und hier wird's natürlich auch die Frage, wie rum komme ich denn da jetzt ran? Also durch den Dschungel hier, da komme ich nicht durch, aber hier über den Hügel komme ich durch. Okay. Ah, und der kann da lang gehen, aber die Straße ist gar nicht so schlecht, die Elisabeth mir gebaut hat. Und der kann bis hier. Naja, das sieht doch ganz gut aus. Mal den mal hier hinstellen. Kannst da warten, du auch. Tja, an sich ist das ja gar nicht so schlecht hier. Ich gerade überlege, das ist irgendwie mich schon geärgert, dass ich mir extra offene Grenzen holen muss für die eine Stadt hier. Aber gut, ansonsten wäre der Faustkeil da gewesen. Und so ist es ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Dann komme ich da halt besser durch. So, okay. Alles steht, nächste Runde kann es losgehen. Das sieht auch hervorragend aus. Dann sind die nämlich hier alle schon super geheilt. Filz ist gewachsen. So. Ja, da geht denn jetzt hier doch der Tempel rein. Die will ich denn doch beide nicht haben. Gerade hier während des goldenen Zeitalters werfen die ja hier doch einiges mehr ab. Da habe ich denn hier schon die Zeit. Alles okay. Tja, ich meine, mit dem Markt, der würde sich dann natürlich nur lohnen, wenn ich die Felder hier belege. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem vorher noch den Tempel. Ja. Ich will jetzt hier endlich dann mit der Religion durchkommen und ja, dann werde ich wahrscheinlich auch noch Missionar oder so ein Kram brauchen. Also das ist schon besser so, glaube ich. So, was hat er jetzt hier hingestellt? Da ist, ach, da ist der Pikenier, okay. Alles klar. Hat er den jetzt umgeschossen? Ja, hat er. Okay, da habe ich schon richtig gemacht. Wollte erst gerade, weil ich auf dem war, hier schießen, aber naja, dann wäre das ungünstig gewesen. Aber so ist es natürlich viel besser.
Kann der da nochmal drauf schießen? Naja, viel war es jetzt nicht an Schaden, aber okay. Nur ihr müsst warten. So, was haben wir hier? Goldenes Zeitalter, das war die Freundschaftsgreifung mit Askia. Na, die werden wir gleich neu haben. Hanoi Kultur. Kabul will, dass ihr Hanoi schikaniert. Und Belgrad will, dass Kathmandu schikaniert wird. Also das ist ja die Schikanieren. Ah, nee, ich schikaniere nicht hier. Naja, außer vielleicht gerade Elisabeth. Okay. Na gut. So, dann mal durch. Oder hat ja Harald einiges hingestellt? So, und da haben wir eine neue Einheit. Tja, ich denke, mit dem Büffel bin ich ja schon versucht. Aber ich glaube, ich gehe dann doch mal auf Drill. Der ist ja jetzt doch ein bisschen spät dran, wie der da oben ist und mitkämpfen kann. Da haben die alle anderen alle irgendwie schon zwei, drei extra Beförderungen. Und ja, sonst ist der Weg mir hier bei dem zu dismarschieren zu lang. Dann mache ich das erstmal so. Okay. Na denn, mutig voran. Das hatten wir uns ja so überlegt hier. Aber erstmal eher hier. Naja, haben wir ordentlich einen mitgegeben. Dann mal Feuer auf York. Und ich denke, das ist hier der Scout-Bogenschütze. Wenn ich den hier hinziehe, kann er nochmal schießen. So, den können wir denn da hinstellen. Ich denke, das Pferd, das bleibt dann noch eine Runde stehen. Dann könnte ich noch mal ein bisschen mehr heilen. Ich brauche es ja davor noch nicht. Killy ist auch gewachsen. Ja, na gut. So, wo ist das Barbarenlager? Okay, naja, gut. Oder auch nicht okay. Naja, ich denke, das passt noch, dass es nicht zu sehr stört. Gut, also das ist ja ganz. Ja, das war jetzt weg auf verlängern. Das ist ja ganz vernünftig. Ich meine, außer der. So. Der Reihe nach. Ja, verlängern die Freundschaft mit Askia. Mal schon wieder hier beim Rum erzählen. So, hier werde ich wohl nicht durchkommen ohne die öffentliche Verwaltung. Er hat sie noch nicht, ich hab sie nicht, aber na gut, wir haben sie ja bald. Nee, ich wollte sagen, oh, da hat er ja einiges an Einheiten stehen, aber irgendwie, ich weiß nicht so recht. Also ich habe so den Eindruck, dass er das irgendwie alles in allem nicht wirklich glücklich hingekriegt hat. Wenn ich mir das da so angucke. Ist irgendwie seltsam, ich weiß nicht, irgendwie vom Gefühl her. Stehen hier alle, verteidigen irgendwie Nottingham und London und eigentlich ist doch York der Punkt, wo es hier. Ist hier gerade, wo die Musik spielt. Naja. Aber was soll's. So, jetzt muss ich natürlich die hier wegräumen. Also ich denke, der kann den wegschießen. Da würde ich vorher mit ihm noch einen hier mitgeben. Ja, mach den mal weg. So. Der kann hier ran. Der kann nur bis hier. Naja, das war klar.
Der muss hier nachziehen. Der ist jetzt soweit. Okay, da kann ich ja immerhin bis hier hinziehen. Auch okay. So, das Pferd kann denn, oh, der kann ja wirklich weit. Der kann denn da rein. Ist jetzt auch egal. So. Das ist die Karawane, die nach Rom unterwegs war. Die wird jetzt nach Ulundi verlegt. Da bin ich sicher, dass ich da jetzt deutlich bessere Felder finde. Okay. Naja, dann ziehe ich jetzt doch mal hier nach. Das ist mir zu weit. Okay. Bronze, Gold. Oh, 100. Ach, das war die Karawane, die hier drin ist. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen drauf gehofft. Schon, aber naja, dass das doch so gut klappt. Muss ich gar nichts machen, die rennt voll in mich rein. Wenn ich das, glaube ich, dann gleich nochmal versuchen. Die war, glaube ich, hier unterwegs, genau. Werde ich da gleich nachziehen. Aber na gut, eins nach dem anderen. Erstmal hat er Genauigkeit 3. Kann dann den Pike ja einen mitgeben. Der schießt den weg. So, nun muss man natürlich mal gucken, wie das hier weitergeht. Mit dem könnte ich hier rein. Aber dafür müssen die natürlich weg. Die würden sowieso den hier anschießen. Ja, das mal so. Gucken, wie viel denn da noch übrig bleibt. Ein bisschen bleibt schon noch. Mache ihn nicht kaputt. Das geht doch wunderbar auf, die Idee. Sind auch mal hinterher. So. Du ran hier. Passt auch. Tja, der hat hier erstmal nichts zu tun. Kann er da auch noch eine Runde rumstehen. So, der muss natürlich hier weg. Keine Frage. So, und das ist die Karawane. Aber mal gucken, was wir hier so im Angebot haben. Gao, jawohl, das ist doch eine schöne Route. Viel besser als die anderen, wo ich vorher da rum und... Ach, ja, kam kein Gold rüber. Das sieht ja viel besser aus. So hatte ich mir das natürlich auch erhofft. Forschungstechnisch waren wir beide ziemlich gleich, würde ich sagen. Also Askia und ich. Ich muss da hoch. Hier hin, alles klar. So. Tja. Na gut, jetzt wollte ich hier gerade nochmal schauen. Kili hatte ja auch Wachstum, jetzt sind das hier 13 Runden, das ist natürlich schon enorm. Schreien in einer. Wechsle ich mit dem oder dem. Das kostet natürlich denn eine Produktion mehr. Und wenn ich hier gehe, kostet es einen Glauben mehr. Ach, ich mache das erstmal so hier. Gibt ja hier gleich eine Produktion dazu. Ja, das ist besser so.
Na, mal sehen. So, du möchtest einen Friedensvertrag machen, Elisabeth, und du bietest mir Yorker. Das ist ja toll. York habe ich ja sowieso gleich eingenommen. Naja, das kann man natürlich vergessen. Ja, da mal die Karawane abgesammelt. Hat soweit funktioniert. Das Einzige, was uns vor der Bürokratie schützt, ist ihre Ineffizienz. So, na gut. Bauernhof. Ein Süßwasser kriegt ein Nahrung Die mehr. Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Vor allem kann ich meine Impis aufrüsten und hier kann ich jetzt auch öffentliche offene Oh, Grenzen machen. Susumeo. Naja, man will auch wieder keine Diese Möglichkeit Erbarmungsgott sehen. mit dem. Naja, machen wir das gleich so. Ich weiß ja schon, dass das so laufen wird. So, hier haben wir den ersten Impi. Und nächste Runde können wir dann da losmarschieren. Runde können es auch jetzt schon loslaufen. Impi ist ja denn schneller. So, hier haben wir noch eine Beförderung. Der holt sich den Drill 1 ab. Und er hier, ja, nehmen wir auch Drill 1. Passt mir besser. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier so noch so haben. Jetzt müssen natürlich die Einheiten von ihm hier weg. Keine Frage. Zumindest mal was geht. Und das machen die denn? Das ist erstmal egal. Der wird plündern und ich denke, den kann er auch nochmal hier schießen. Ja, das wird kein Problem sein. Gucken wir erstmal mal hier. Ja, der ist ja noch relativ intakt. Den würde ich da denn loslaufen lassen in diese Richtung. So, der geht mal nach hier. Kann dann da auch mal plündern. Und dann nehmen wir doch den hier. Gib dem erstmal noch einen mit. Das wird nicht reichen, um ihn umzuhauen. Aber ich denke, der geht so weit runter, dass der das denn hier schafft, ja. Das war die Idee. Okay. So, jetzt muss ich natürlich den Piken hier auch noch ein bisschen runterschießen. Da ziehe ich mal eben hier noch ran. Der kann da nicht weiter, aber den kann ich jetzt hier schon raufziehen. Okay, komm, hau ihn um. Naja, aber leider nicht ganz geschafft. Aber okay. So, mal schauen, was machen wir denn jetzt hier mit dem? Naja, ist eigentlich fast egal, wer da drauf schießt. Erstmal das Pferdchen. Und dann er auch noch hinterher. Naja, da haben wir doch schon umgehauen. Alles klar. Tja. Ach, der kann da eigentlich in dem Wald stehen bleiben. Steht er doch eigentlich ganz gut. Der kann jetzt hier auch leider gerade nicht. An den komme ich natürlich nicht ran. Nee. Na gut. Dann wollen wir mal sehen, was jetzt hier so kommt. Da kriegen wir ja einmal Feuer von London, der wird auch noch mal einen vielleicht irgendwo machen. Und York, aber ansonsten sieht das doch, glaube ich, ganz gut aus. Was war das? Veränderte Stadtstaatenboni, jawohl. Auch nicht schlecht. Habe ich jetzt einen Küsel einen mehr. So, na gut. Was macht er jetzt? Der kriegt auch noch einen drauf. Naja, gut. Das sollte ja alles kein Problem sein.
auf den Hügel. So, da haben wir nochmal Beförderung. Einmal Genauigkeit 3. Und Drill 1. Wunderbar. So, na gut. Jetzt bin ich natürlich hier schon fast Richtung London abgedriftet. Aber ich will ja eigentlich erstmal York einnehmen. Insofern werde ich mal den genau umschießen. Kann der das machen? Ne, kann er nicht. Der hier kann das aber sicherlich. So, alles klar. Oh, was macht denn jetzt hier der Augustus hier wieder? Da musste ich natürlich jetzt weg. Wegen Feuer von York nochmal überlebe ich das nicht. Er soll sich da mal wieder verpieseln. Ne? Den kann ich da echt nicht brauchen. So wichtig ist jetzt, dass er hier natürlich aus. Ah, der kann das hier wunderbar, das aus allem raus. Kriege ich die Stadt schon kaputt? Nee, kann ich vergessen. Also, du Mann hier. Duran und Duran. Dann ziehe ich den mal hier hinter. Und der Ivy läuft dann auch vor. Der kann auch bis da. Naja, der Ring ist geschlossen. Da sollte doch nichts mehr schief gehen. Was haben wir hier noch gehabt? Das war Eisen von Augustus. Urundi ist gewachsen und NASA Dänemark. Mirabahn will ein Naturwunder. Tja, naja. Wird sich finden, würde ich mal meinen. Schaue ich gerade mal wegen des Eisens. Wie viel habe ich denn? Ach, das waren ja nur die zwei. Hier habe ich eigentlich überhaupt noch kein Eisen gegeben. Mach mal das doch so. Okay. Ich denke, an dieser Stelle werde ich denn doch jetzt auch nochmal wieder eine Pause einlegen. Ich denke, York sollte in ein, zwei Runden fallen. Die Einheiten von Elisabeth habe ich ja eigentlich schon schön weggeräumt bekommen. Vielleicht holst du da noch irgendwelche zusätzlichen raus, aber das wird schon gehen. Ja, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das alles in allem hier mit dem Angriff auf York so einfach wird. Gut, ich habe es jetzt natürlich noch nicht eingenommen. Wir wollen das Bärenfell mal nicht verteilen, bevor der Bär erlegt ist, aber ich denke, da sollte nicht mehr so viel schief gehen. Ich bedanke mich dann also wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.